Ja, herzlich willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal Kunstdom. Ich bin Frederik und im heutigen Video geht es um die Sender der SenseHub-Anlage. Ich habe beide möglichen Varianten einmal mitgebracht. Das ist zum einen der Sender, der sich am Halsband der Kuh befindet und zum anderen als Ohrmark an der Kuh sich befindet. Wir sehen direkt, die sind unterschiedlich groß und das hat auch einen Grund. Innerhalb dieser Sender befinden sich Akkus und diese Akkus nehmen sehr viel Gewicht und sehr viel Platz ein. Dementsprechend darf am Ohr nicht so ein großer Akku dran sein, weil der würde sonst zu schwer werden für das Ohr. Dieser Sender wiegt 25 Gramm und hat eine Akkulaufzeit von 3 Jahren. Dieser Sender wiegt 95 Gramm und hat eine Akkulaufzeit von 7 Jahren. Von den Investitionskosten her ist es nicht so wichtig, weil dieser Sender so viel günstiger ist, dass es auf die Jahre gerechnet etwa dieselben Kosten anfallen. Ich persönlich habe mich aber trotzdem für den Halsbandsender entschieden, weil ich am Halsband nochmal eine zusätzliche Möglichkeit der Tierkennzeichnung mit Nummern habe und das für mich einfach nochmal ein zusätzlicher Punkt war, ja, mich für ein Halsband zu entscheiden. Die Funktionsweise ist aber völlig identisch. Innerhalb dieser Sender befindet sich ein 3-Wege-Beschleunigungssensor. Den kennen wir zum Beispiel von einem Fitnessarmband oder in Handys werden solche Sensoren auch verbaut. Und das ist eine ganz geniale Sache, weil diese Sender können erfassen, ob eine Kuh zum Beispiel gerade wieder kaut, ob eine Kuh frisst, ob eine Kuh zum Beispiel Hitzestress hat im Sommer und vor allen Dingen, wie eine Kuh sich über den Tag verteilt bewegt. Weil besonders an der Bewegung und an der Unruhe eines Tieres können wir merken, ob sie in Brunst kommt. Und es geht ja auch um eine Brunsterkennungsanlage und da sind gerade diese Punkte sehr, sehr wichtig. Was das Wiederkauen und die Futteraufnahme angeht, da geht es eher um das Gesundheitsmonitoring. Das ist natürlich auch genauso wichtig mittlerweile für uns. Ich werde euch in einem weiteren Video erklären, wie diese Daten verarbeitet werden und uns als Endkonsumenten auf dem Handy oder auf dem PC zur Verfügung gestellt werden. Dementsprechend abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr auch nicht das nächste Video und ich freue mich super, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!